Kultureinrichtungen im Lockdown. Ernst-Barlach-Theater, Städtische Galerie Wollhalle, Stadtmuseum, Kino, die Galerie in der Besserstraße, die Ernst-Barlach-Museen, alles geschlossen. Ausstellungen sind aufgebaut, Spielpläne aufgestellt, aber die Besucher müssen außen vor bleiben. Was macht die Kultur im Lockdown? Im Stadtmuseum kann man sich über fehlende Arbeit nicht beklagen. Wir kümmern uns zum Beispiel um unsere Sammlung. Das Museum hat Sammlungen über 100.000 Einzelobjekte. Wir kümmern uns um die ständige Ausstellung des Museums, um die Exponate, um die Pflege, aber wie gesagt auch um die Gegenstände im Depot. Wichtig ist, welche Exponate müssen restauriert werden, wo ist eine Restaurierung ganz wichtig. Wir machen jetzt zum Beispiel die Zuarbeit für den nächsten Doppelhaushalt 22/23 und da können Sie sich vorstellen, aus der Fülle dieser Objekte und Exponate, wie arbeitsaufwendig oder wie arbeitsintensiv es ist, hier etwas rauszusuchen, was als nächstes restauriert auch werden muss. Eine Aufgabe bestand darin, einen Teil des Nachlasses der 2018 aufgelösten John Brinkmann-Gesellschaft in die ständige Brinkmann-Ausstellung des Stadtmuseums zu integrieren. Im § 10 ihres Statuts hatte die Gesellschaft festgelegt, dass das Vermögen und das Archiv im Falle der Auflösung der Gesellschaft an das Stadtmuseum Güstrow fallen solle. Die Stadtvertreter hatten der Annahme des Konvoluts, darunter Bargeld in Höhe von etwa 2.200 Euro, zahlreiche Bücher, 13 Ordner, die Grundlage für künftige Forschungen bilden könnten, und zwei Gemälde zugestimmt. Von dem Geldbetrag wurde die Restaurierung der zwei Gemälde beglichen. Wir haben zwei Pastelle gemalt von Ludwig Hückstedt und sie zeigen die junge Elise Brinkmann und John Brinkmann. Also es ist ein Jugendbildnis von beiden, eine Pastellmalerei. Die haben wir restaurieren lassen. Und wenn Sie einmal schauen, Elise Brinkmann war damals, als sie John Brinkmann kennengelernt hat, 21 Jahre alt. Sie haben sich in Dobbertin kennengelernt, im Hause des Amtsschreibers Liro. Und John Brinkmann war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre. Und sie lernten sich kennen genau am 18. Mai 1842. Und nur 6 Tage später, also eine gute Woche später, schrieb John Brinkmann ihr schon einen glühenden Liebesbrief. Das Güstrower Museum ist im Besitz von 87 dieser von Brinkmann geschriebenen Liebesbriefe, bekannt als Brautbriefe. Zwar sind die Originale verschollen, aber das Museum verfügt über handschriftliche Abschriften der Korrespondenz. Wir wollen uns noch einmal dem ersten Brautbrief zuwenden, wie gesagt, geschrieben am 24. Mai 1842, also 6 Tage nachdem er die junge Elise Burmeister kennengelernt hatte. Brinkmann schrieb: Ich stehe im Geiste vor der Türe deines Zimmers und schaue durch Schlüsselloch auf die nunmehr so tief ins Herz geprägten Züge deines lieben Angesichts, meine süße kleine Elise, und bewache mit Wonne und Sehnsucht schauern den Ausdruck deiner über diese Zeilen hinfliegenden Wunderäuglein, als ob von ihm die weitere Gewissheit oder Entscheidung über mein Erdenglück abhinge und nicht vielmehr schon längst und mit Gott unumstößlich in deinem Herzen festgestellt sei. Ach, könnte ich nur in dem Augenblicke und von dir selbst ungesehen in Wirklichkeit und Person und von keinem lästigen Dritten belauscht hinter dir stehen. Elise konnte dieser stürmischen Liebesbezeugung nicht widerstehen. 1846 heiratete das Paar. Es bekam insgesamt 10 Kinder. 1849 übersiedelte die Familie nach Güstrow. Brinkmann arbeitete bis zu seinem Lebensende als Lehrer an der Realschule in Güstrow. In seiner neuen Wahlheimat schrieb er alle seine niederdeutschen Werke, darunter das Tiermärchen Dat Brüdengeit Im, den Seemannsroman Kasper Ohm und Ick, sowie die posthum erschienenen Werke Höger Upp, Mottchen Spinkus und De Pelz und Der Generalreeder. John Brinkmann starb am 20. September 1870 im Alter von 56 Jahren und wurde auf dem Güstrower Friedhof bestattet. 2014, zu seinem 200. Geburtstag, verlieh ihm die Stadt Güstrow posthum die Ehrenbürgerschaft. Im Stadtmuseum erinnert eine aussagekräftige Dauerausstellung an den bedeutenden Schriftsteller. Änderungen im Stadtmuseum gibt es auch in der Ausstellung zur Gründung der Stadt Güstrow. Dazu müssen wir uns in das Erdgeschoss begeben. Ja, hier haben wir auch etwas umgeräumt.
Das ist ja günstig, weil es keine Besucher sind im Hause, dann kann man solche Dinge machen. Wir haben ein neues Exponat, einen historischen Stollenschrank, den Sie im Hintergrund hier sehen. Der, finde ich, ganz wunderbar diese Ausstellung ergänzt. Die anderen Exponate im Raum haben wir alle ein bisschen umgestellt, damit das alles dann natürlich auch dann wieder ein harmonisches Ganzes bildet. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine gelungene Erweiterung des Raumes zur Stadtgründung hier. Es ist alles gerichtet. Nun hoffen Iris Brüdgam und ihre Mitarbeiterin Kerstin Reinke, dass bald wieder Besucher die wertvollen Schätze des Güstrower Stadtmuseums betrachten dürfen.